We're B.A.O. BAM! Das ist Berlins erste Drumline School und die gibt uns natürlich auch heute den Takt vor. Und damit ganz herzlich willkommen zum Fitbook Move Jam 2020. Schön, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid und ihr habt die Bilder gesehen. 2018, 2019, da haben wir in der wunderbaren Hauptstadt noch zusammen trainiert, geschwitzt und uns motiviert. Aber das sind aktuell andere Zeiten und die erfordern natürlich andere Herausforderungen und Maßnahmen. Daher sieht es bei uns heute ein bisschen leerer aus. Aber Abstand halten muss sein. Und daher hoffe ich, dass mindestens 1000 von euch zu Hause mittrainieren. Aber ich will gar nicht lange sprechen. Das ist Fitbook Move Jam Session Nummer 1. Drei weitere Samstage folgen. Ich bin Anna, ich werde immer an eurer Seite sein, mit euch schwitzen und euch motivieren. Und ich darf euch sagen, zwei 40-minütige Workouts, die warten heute auf euch. Zum einen mit der wunderbaren Fernanda Brentau und mit dem Mann mit den Muskeln aus Stahl, Philipp Boy. Und jetzt legen wir aber endlich los. Kommt, Matte ausrollen, los geht's. So, bevor wir loslegen, will ich euch aber erstmal die Hausherrin, die Gastgeber vorstellen. Ganz klar hier bei uns in der Hauptstadt zum einen die Redaktionsleiterin von Fitbook, Alexandra Grauvogel. Schön, dass du da bist. Und, das muss ich ablesen, der Editorial Director von Fitbook, Nuno Alves. Schön, dass du da bist. Ihr beide, jetzt ist das ja in diesem Jahr Fitbook Move Jam 2020 was ganz anderes, Nuno. Im vergangenen Jahr waren wir draußen bei tollem Wetter in der Hauptstadt mit vielen, vielen Athleten und Sportbegeisterten, mit denen wir trainiert haben. Heute ein bisschen andere Situation. Was war die größte Herausforderung? Also erstmal war die größte Herausforderung aus dem, was wir eigentlich mit dem Fitbook Move Jam machen wollten, ein Trainingsfestival, ein Festival jetzt ins Innere reinzuholen. Wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Erstmal hatten wir lange Zeit gehofft, dass es vielleicht doch noch klappt. Irgendwann im April war aber dann klar, dass da keine Chance besteht und wir den Move Jam im ursprünglichen Sinne nicht so machen können. Und dann mussten wir erstmal an die ganze Idee ran. Musik, Trainer und das alles in dem Kontext, in dem quasi die große Gruppe nicht möglich ist. Alexandra, was ist jetzt so der Hauptaugenmerk? Wir haben ja jetzt mehrere Fitbook Move Jams, die zum Glück auf uns warten, immer samstags. Worauf liegt der Fokus? Also wir haben uns natürlich vorgenommen, für jeden was dabei zu haben. Und deswegen haben wir auch unterschiedliche Trainer uns eingeladen mit verschiedenen Stärken. Zum Beispiel Fernanda Brandau, die mehr so auf das Flow, Yoga, ein bisschen Entspannung, aber trotzdem anspruchsvolles Training. Und dann haben wir noch was für die etwas härter gesotteren, einen CrossFit-Champion, der so ein richtiges Laktat-Training macht, wo jeder Muskel brennt. Was für Leckerlis gibt es rund um fitbook.de noch, die wir uns dann anschauen können? Ja, das Beste können? Ist eigentlich daran, eben, dass die ganzen Inhalte können sich die User auch im Nachgang noch auf fitbook.de anschauen. Und dazu gehört dann auch Experteninterviews mit einer neurozentrierten Spezialistin, neurozentriertes Training oder auch mit einem Sportmediziner von der Charité, die Fragen von unseren Lesern und Usern beantwortet haben. Und auch dieses Wissen ist im Nachgang noch abrufbar. Wenn man Redaktionsleiterin von fitbook.de ist, muss man dann eigentlich alle Sportskills, alle Trends komplett drauf haben? Also das war Einstellungskriterium. Ah, okay. Ich musste hier 150 Burpees machen. Ihr könnt mir gleich direkt mal vormachen. Nein, Quatsch. Also natürlich ist die Grundvoraussetzung, dass man sich für Sport interessiert und da ist auch klar, dass man selber natürlich aktiv ist und ich glaube, wir alle in der Redaktion, wenn ich Nuno kenne, wir sind alle hart am Limit, was neue Sportarten angeht oder irgendwelche Sportarten ausprobieren. Nuno, als Chef, wirst du jeden Samstag natürlich mit dabei sein, immer die Sportklamotten zu Hause anhaben und mit der Family mitmachen, oder? Ich werde es auf jeden Fall machen.
Wir brauchen Beweisfotos. Gibt es die dann bei fitbook.de? Auf Instagram können wir das gerne posten. Halten wir fest, der Chef macht mit und die Chefin natürlich auch. So, ich würde sagen, wir haben genug gequatscht. Chef und Chefin sind bereit. Ihr habt die Sportoutfits schon an. Mitmachen. Ich gehe dann mal arbeiten. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Freuen wir uns jetzt auf Trainerin Nummer 1, die war im letzten Jahr 2019 auch schon mit dabei. Die wird uns auch in den nächsten Wochen an den nächsten Samstagen zum Glück nicht von der Seite weichen. Die einen sagen, sie ist die fitteste Sängerin im ganzen Musikzirkus, im ganzen Universum. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich sage, sie ist die fitteste Fitnesstrainerin, die am allerbesten singen kann. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Fernanda Brandao, hi. Hello, wunderschönen guten Tag. Ich würde dich so gern drücken, aber... Ja, ist nicht. Ich dich auch. Normalerweise Sicherheitsabstand. Sind wir. So, Sicherheitsabstand muss sein, auch hier beim Fitbook Move Jam 2020. Wir kommen nicht umhin. Wir müssen über diesen Lockdown natürlich auch ein bisschen sprechen. Wie hast du ihn erlebt, diese letzten Tage, Monate? Lagst du auch mal chillig wie ich auf dem Sofa oder hast du nur Hardcore trainiert? Ich habe es bei Insta so ein bisschen verfolgt. Ja, das war verrückt. Also die ersten zwei Wochen war ich wirklich ganz brav daheim und Quarantäne gehalten, niemand gesehen. Ich dachte auch, ich werde verrückt vor lauter Einsamkeit. Ich habe mich nur noch mit dem Internet beschäftigt und habe ganz viele Livestreams gegeben. Nicht nur, weil ich dachte, die Leute wollen fit sein. Ich dachte, also, wir müssen gemeinsam unsere geistige Gesundheit erhalten. Und einen Rhythmus zu haben, feste Abläufe an so verrückten Monaten. Danach habe ich nur gearbeitet, wie crazy. Bin gereist, wo niemand, aber wirklich niemand auf der Autobahn war und auf der Straße und überhaupt. Ich dachte so, wow, ist das jetzt die neue Welt? Also freue ich mich sehr, dass es langsam wieder zu einer neuen Normalität gerät. Aber ich glaube, es gab nicht nur schlechte Sachen in dem Lockdown. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass wir unsere Werte verändern müssen, dass wir wirklich schauen müssen, was ist für uns wichtig, wo möchte ich mit meinem Leben hin, brauche ich so viel. Ich glaube, wir sind nicht mehr Sklaven unserer Wünsche, weil wir gemerkt haben, Verzicht tut gut. Definitiv, aber kein Verzicht auf Sport, wenn ich dich da jetzt richtig verstanden habe. Was hat dich denn so inspiriert? Hat dich irgendwas inspiriert zu neuen Workouts, zu neuen Moves, jetzt gerade diese Corona-Zeit auch? Ja, Bewusstsein zu verbreiten und ich Emotions, da steckt das Wort Motion drin, also in Gefühlen stecken Bewegungen drin. Du musst Raum schaffen für Emotionen in deinem Körper, du musst Raum schaffen für Gefühle. Und oft erreicht man die Leute nicht jetzt, wenn man sagt, komm, wir meditieren jetzt. Wir sind alle viel zu hektisch, viel zu überall und nirgends mit unseren Gedanken. Aber wenn du die erstmal auspowerst, physisch, sind sie eher in der Lage, also ich auch unter anderem, mich dann hinzusetzen und mich hinzugeben und wirklich zu entspannen und zu sagen, ich versuche jetzt mal nichts zu denken und ich chill mal. Und danach fühlt man sich wahnsinnig gut. Klingt gut. Welche Emotions hast du uns für heute mitgebracht? Oh. Ich bin total gespannt. Ich habe heute wirklich eine entspannte Stunde, eine Beginnerstunde, eine Stunde, die jeder mitmachen kann. Stretch und relax und kleine Meditation zum Schluss. Auch für Leute, die noch nie meditiert haben. Macht mal mit, ist nichts Kompliziertes, ist ganz natürlich und man fühlt sich danach wirklich besser, ausgeglichener, entspannter. Ja, wenn das mal nicht eine Einladung ist, oder? Also besser fühlen wir uns, kann jeder mitmachen. Ich fühle mich auch gleich angesprochen. Fernanda, dann darf ich sagen, Stage is yours. Ich entführe Danke. Das Mikrofon. Wie gebe ich dir das denn am besten? Ja, ich oder weiß oben auch. Habe ich nicht angefasst. Okay, oder hier hast du nicht angefasst. Okay, ja. Gut. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Dann. Die Bühne ist deine und Vielen du hast Dank. Natürlich auch noch ein paar Athleten, die mit dir trainieren. Und yes, die dürfen mein jetzt auch Power-Team. Die Bühne begleiten. Herzlich willkommen, Franzi, Dani und José. Ist lustig, wir hatten bei mir in der Band früher dann auch einen José aus Chile. Ich habe das Gefühl, die Hot Banditos kommen rein. Nein, jetzt zurück zur Seriosität und zur Atmung. Wir machen Roots heute mit dem Schwerpunkt Stretch und Relax, also eine Stunde, die jeder auch machen kann, nach dem Workout, nach dem Laufen, was auch immer deine Sportart ist, Radfahren, Schwimmen. Das geht immer. Kann man auch abends gut machen, vorm Schlafen gehen, finde ich. Da ist man sehr entspannt und bei sich. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Wir starten mit den Füßen zusammen, die Knie zusammen. Zieh deine Oberschenkel nach oben, komm in einen schönen Tadasana, roll die Schulter nach hinten, Schulterblätter zusammen. Kopf ein bisschen nach hinten schieben, Spannung in den Händen geben. Sehr schön. Fühlt die Verbindung zu dem Boden. Verwurzelt euch ganz fest. Jetzt nehmt ihr die Arme unter euren Kinn, gefaltet zusammen. Wir werden einatmen und dabei gehen unsere Ellenbogen nach oben und zur Seite. Ich atme ein. Und atme aus durch den Mund. Atme ein. Ihr dürft ruhig laut atmen. Und atme aus.
Wenn ich einatme, stelle ich mir vor, die ganze positive Energie kommt rein. Und wenn ich ausatme, geht die schlechte raus. Einatmen. Und ausatmen. Nochmal einatmen. Ausatmen. Letztes Mal. Und aus. Eine beliebte Übung beim Bikram-Yoga. Senkt eure Hände. Wir kreuzen einen Fuß vor dem anderen. Und machen unsere Flanke ganz lang. Greif an deinem linken Arm. Und atme ein. Und zieh dich lang zur Seite. Du musst zur anderen Seite, Rüssel. Nein, den Oberkörper nur. Ja? Ja? Merkst du die Flanke jetzt? Oder nicht? Okay, gut. Einatmen, zurück zur Mitte. Wir tauschen die Seite. Atme ein. Und atme aus. Mach dich lang, 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 lang. Yes. Und versuch noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, 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 weiter. Deine Arme sind gestreckt, fast neben deinen Ohren. Jawohl. Und einatmen. Zurück zur Mitte. Bringt die Füße nebeneinander. Eure Beine bleiben gestreckt, aber ihr schiebt eure Hüfte nach vorne. Bringt die Hände hinter euren Rücken, genau hier am unteren Rücken. Wir atmen ein. Und atmen aus, komm nach hinten, so weit ihr könnt. Atmen nicht vergessen. Einatmen, zieh dich nach oben. Wir atmen ein über die Seite. Mach dich ganz lang. Und atmen aus, beugen uns vor. Die wohlverdiente Vorbeuge. Für die Leute zu Hause, die sagen, Mensch, die ist gar nicht so wohlverdient, weil die mag ich nicht und die tut mir weh. Beugt eure Beine dabei. Und lasst den Rücken hängen. Und wir rollen auf, Wirbel für Wirbel. Und machen das ganze Spiel noch einmal. Kreuze das linke Bein vor. Greife deine Hand, atme ein. Und mache dich lang zur Seite. Zur gleichen Seite. Alle, yes. Und auch hier, man neigt dazu, hier krumm zu werden. Bleibt geöffnet, bleib lang. Arme sind gestreckt, fast neben dein Ohr. Einatmen, zurück zur Mitte. Wir wechseln das Bein. Atmen ein. Und atmen aus. Ganz lang. Bleib frontal bei mir. Hüfte zeigt nach vorne. Und ihr dürft auch lachen, auch zu Hause. Ist immer wichtig. Einatmen, zieh dich hoch. Jetzt bring die Füße nebeneinander. Atmen ein und atmen aus. Hände hinterm Rücken, Becken nach vorne schieben. All diese Positionen, wo wir uns so weit nach hinten lehnen, sind Herzöffner. Einatmen, zurück in die Mitte. Nehmt eure Hände über die Seite. Und ausatmen, vorbeugen. Sehr schön. Beugt eure Knie leicht. Lasst euch hängen. Von links nach rechts. Hierbei geht es mir darum, dass ihr euren Körper spürt. Wo sind die Sehnen? Wo sind die Nerven? Was möchte abgeklemmt werden? Was möchte wieder entkettet, entknotet werden? Und geschmeidig sein. Und lösen. Einatmen. Nimm das rechte Bein nach hinten. Nimm das linke dazu. Und bleibe hier in the plank. Wir halten für ein paar Augenblicke. Korrigiert immer wieder selber eure Position. Schiebt die Ferse so weit es geht nach hinten. Bring das Gesäß nach unten, dass du in eine gerade Position bist. Und jetzt heben wir das rechte Bein. Hoch und halten. Deine Ferse zeigt nach oben. Du kannst den Fuß flexen, das gibt ein bisschen mehr Kraft hinein. Es macht auch ein Megapo für zu Hause. Und lösen. Wir heben das andere Bein. Einatmen
Stabilität. Du bist ein festes Brett aus Eisen. So wie José. Und nichts kann dich brechen. Und senken. Und nochmal das rechte Bein, diesmal ein Stückchen höher. Halteübungen sind mit die fiesesten Übungen. Man kann nicht schummeln, man kann nicht mit der Technik schleifen. Und senken. Und nochmal das linke Bein hoch. Gefällt euch diese Übung? Sie haben genickt. Und senken. Komm in den Vierfüßlerstand. Wir atmen ein. Komm ins gefühlte Hohlkreuz. Atmen aus. Werden kugelrund. Kippen das Becken nach innen. Bringen das Knie zur Brust. Und einatmen. Lang machen. Und ausatmen rund. Einatmen lang. Ausatmen rund. Und kommen nun in eine neutrale Stellung. Jetzt werden wir etwas Schönes machen. Das ich sehr, sehr, sehr liebe. Streck beide Extremitäten aus, Arm und Bein. Achte darauf, dass du hier nicht kippst. Ich sage immer liebevoll dazu, das Hängebauchschweinchen. Das muss wieder fest und wieder rein. So, und jetzt greift ihr euren Fuß hinter euch und kickt praktisch in eure Hände rein, damit eine Spannung entsteht und du eine Dehnung in deiner Schulter hast, plus die Balance, die du halten musst. Yes! Und wir freuen uns total, dass wir heute hier in dieser Position sind. Sehr schön. Noch 3, 2, 1 und lösen. Atme ein, komm kurz in die erweiterte Kindhaltung. Die Kindhaltung ist eure Pause. Ihr könnt hier immer wieder Kraft sammeln, zurück zu eurer Mitte finden. Einatmen, kommt zurück in den Vierfüßlerstand. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wir atmen ein, strecken den Arm und das Bein aus. Und jetzt beugst und greifst von außen. Yes. Wo ist die Ferse? Da. Und jetzt streckst du das Bein aus und kickst in deine Hand. Dadurch hast du auch die Balance. Durch die Kraft, durch den Druck in deine Hand. Nicht nur Balance, du hast auch eine Schulteröffnung, eine unfassbare. Und auch eine schöne Rückbeuge. Und lösen. Und komm zurück in die Entspannung. Ihr dürft gerne eure Hüfte ein bisschen von links nach rechts bewegen. Was auch immer sich gut anfühlt für euch. Einatmen, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Ich zeige euch jetzt eine Übung, die, immer wenn ihr Rückenschmerzen habt oder das Gefühl habt, ich glaube, da muss was knacken in meinem Rücken, ich möchte aber nicht zu aggressiv ran, macht diese Übung. Wir nennen sie Whip the Cream, weil wir schlagen mit unserem Rücken, als wenn wir ein Seil schlagen. Wie geht das? So. Vierfüßlerstand. Ihr kennt die Cat-Cow-Bewegung. Cat, runder Rücken, Kopf hängt. Cow, genau das Gegenteil, das gefühlte Hohlkreuz. Was machen wir jetzt? Wir verbinden diese Bewegung mit dieser Bewegung. Okay? Wir fangen hier drüben an. Ganz langsam mit mir zusammen. Einatmen, hoch. Schulter auseinanderziehen, rund werden, Kopf senken lassen. Und wieder tief. Und wieder hoch. Und tief. Richtig schlagen, wie Seil schlagen. Und hoch und tief. Atmen nicht vergessen. Ich habe schon was knacken gehört. Ich glaube, das war bei mir. Und wir wechseln die Richtung. Kommt zurück zur Mitte. Yes. Und wir gehen rüber. Zack. Und hoch. Und zieht auch eure Schulterblätter richtig weit auseinander. Und immer, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, ich brauche da was, es hat sich alles sehr versteift,
könnt ihr diese Übung gerne machen. Kommt bitte zurück in die neutrale Haltung. Sehr schön. Wir nehmen die Arme jetzt etwas weiter nach vorne und wir wippen vor und strecken die Hüfte. Einatmen und zurück ausatmen. Erweiterte Kindhaltung. Einatmen über den Vierfüßlerstand. Deine Hüfte dehnen so weit, wie du kommst. Wenn du nicht runterkommst und hier bleibst, ist es völlig in Ordnung. Es ist deine Praxis, nicht meine. Und ausatmen. Ein letztes Mal. Einatmen, nach vorne schieben. Bring deinen Kopf in eine neutrale Position. Und jetzt heben wir unsere Beine an. Und versuchen, soweit wir können, die einfach Richtung Kopf zu ziehen. Atmen dabei nicht vergessen. Wenn dir das zu schwer ist zu Hause, lässt du sie einfach hier oder hebst sie an, soweit wie du kommst. Einatmen, komme zurück in die erweiterte Kindhaltung für einen kurzen Augenblick. Einatmen, Vierfüßlerstand, stell deine Füße hinten auf für den herabschauenden Hund, den ersten des Tages. Einatmen und hochkommen. Bei den Hunden fragen mich viele Leute, wie ist das richtig, wie fühle ich meinen Rücken? Indem du wirklich das Gefühl hast, du schiebst die Matte nach vorne mit deinen Händen. Druck auf den ganzen Händerosé, auf alle Fingern, hast du alle Finger auf der Matte und Gewicht auf allen Fingern bis zu den kleinen Zeh. Ganz genau. Beugt mal bitte eure Beine. Und dann seht ihr, dass ihr noch mehr Länge in dem Rücken gewinnt. Wenn ihr praktisch hier in der Dog-Position seid und gebeugt seid, gewinne diese Länge. Sehr schön. Und jetzt senkt die Ferse in die Matte und behalte diese Länge im Rücken. Yes! Das ist ein wunderschöner Hund. Ich komme bellend dazu. Wir machen kleine Schritte nach vorne. Und rollen langsam auf. Fühle jeden Zentimeter deines Körpers. Jede Zelle redet mit uns. Oh. Super. Meine Leggingszelle redet auch mit mir. Wir atmen ein. Zieh dich lang und nach hinten zurück. Ausatmen. Beuge dich vor. Einatmen. Hebe Kopf und Brust. Ausatmen. Senken. Einatmen. Rechtes Bein zurück. Und jetzt senkst du dein rechtes Knie auf den Boden und kommst in eine aufrechte Haltung. Genau, schieb die Hüfte so weit vor, wie du kannst, dass der Hüftbeuger schön gestretched wird. Nice. Einatmen, platziere die Hände auf der Matte, lege deinen Fußrücken auf den Boden und zieh das Gesäß nach hinten. Bringe deine Stirn Richtung Knie. Jetzt machen wir noch eine kleine Variation. Zieh die Fußspitze an. Platziere die Ferse auf dem Boden. Und spiel jetzt ein bisschen mit deinem Fuß. Du wirst merken, wie das hier an ganz vielen unterschiedlichen Muskeln zieht. An deinem Bein. Fies, ne? Ist ganz schön fies. Was so eine kleine Bewegung ausmacht. Einatmen. Komme nach vorne. Hände auf der Matte. Und Bein aufstellen. Von hier atmen wir ein. Und ziehen uns lang zur Seite. Blick folgt der rechten Hand. Und lösen. Einatmen, linkes Bein zurück. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, roll vor in die Planke. Ausatmen, wir senken uns nur, wir machen keinen Liegestütz, sondern wir legen uns auf den Boden ab. Langsam absenken. Und jetzt einatmen, Kobra. Eine Baby-Kobra, ist ja ganz klein noch. Ausatmen, senken, Füße aufstellen
Einatmen, hochdrücken, ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Blick nach vorne, Beine beugen und einen Satz nach vorne machen. Zack. Sehr schön. Die Arme gehen über die Seite. Wir atmen ein, ziehen uns lang und nach hinten zurück. Atmen aus, beugen uns vor. Einatmen, hebe Kopf und Brust. Ausatmen, senk. Einatmen, linkes Bein nach hinten und zurück. Ferse absetzen, aufrichten und jetzt die Hüfte nach vorne schieben. Genau, achte darauf, dass wir hier einen 90-Grad-Winkel behalten. Das passiert bei mir auch schnell, wenn man so übermobil ist. Genau. Ihr seid so tolle Schüler, ich muss euch gar keine Anweisung geben. Dir auch nicht, Anna, du machst es auch toll da hinten. Okay, wir legen den Fußrücken ab, Hände auf die Matte, einatmen. Ausatmen, Gesäß nach hinten schieben, Stirn zum Schienbein, Knie. Und für dich zu Hause, lerne in den Schmerz reinzuatmen. Das klingt gemein, ist aber gar nicht so. Es geht darum, Platz zu schaffen im Körper, wenn etwas zwickt. Und das gilt für alle Lebenslagen. So, wir ziehen die Fußspitze an und spielen mit unserem Fuß. Ich merke das sogar bis an die Fußsohle hier in der Mitte. Fiese kleine Übung, sehr effektiv. Einatmen, verlagere das Gewicht auf den vorderen Fuß, stelle den hinteren Fuß auf und komme nach oben. Mit der nächsten Einatmung ziehen wir uns zur Seite, bringen beide Schultern in einer Linie, Blick folgt der linken Hand. Und senken. Einatmen, rechtes Bein zurück. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rolle vor in die Planke. Ausatmen, wir senken uns ab in einem engen Liegestütz. Das heißt, die Ellenbogen bleiben ganz, ganz nah an deinem Körper. Absenken, richtig Gewicht fallen lassen. Und jetzt einatmen, Baby Cobra. Ausatmen, senken. Stell deine Füße auf, hinten einatmen, schieb dich hoch, ausatmen, herabschauender Hund. Wir machen hier Walking Dog Bewegungen. Sei gut zu deiner Hüfte, zu deinen Knien. Immer liebevoll, immer in Bewegung halten. Einatmen, hebe das rechte Bein nach hinten und zurück. Und auch hier, denk daran, dass du mit deinen Händen die Matte nach vorne schieben willst und deine Nase will in Richtung deiner Füße oder deines Fußes, der da gerade ist. Einatmen, beuge das Bein in der Luft und bringe die Ferse Richtung Po. Genau, es geht darum, dass ihr eure Hüfte öffnet. Ihr könnt noch mehr öffnen. Genau, José, dreh deinen Hüftknochen zur Decke. Einfach, als würdest du die Beine auseinandernehmen wollen. Einatmen, streck das Bein. Lass das Bein in der Luft. Ausatmen, über den dreibeinigen Hund ins Chaturanga. Und absetzen, komplett. Einatmen, Cobra, Baby Cobra. Ausatmen, senke. Einatmen, komme nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund. Wir machen weiter mit der nächsten Seite. Einatmen, nimm das linke Bein nach hinten und zurück. Und halte. Versuche an Länge zu gewinnen. In deinem Rücken, an deine Beine. Und jetzt atmest du ein. Mit der Ausatmung beugst du das Bein. Versuchst wirklich beide Hüftknochen übereinander zu stapeln. Öffne die Hüfte. Dein oberer Hüftknochen zeigt zur Decke. Einatmen, strecke. Bist du bereit für deinen dreibeinigen Hund? Atme ein, roll vor in die Planke. Atme aus, senk dich ab komplett.
Einatmen, heraufschauender Kobra. Baby Kobra. Ausatmen, senken, Füße aufstellen, drücken, die Hände geben. Einatmen und ausatmen. Down Dog. Wir bleiben hier für 5 Atemzüge. Wir nehmen einen tiefen Atemzug durch die Nase und lassen dann die Luft durch unseren Mund so raus, okay? Das machen wir 3-mal. Atme ein, atme aus. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Sehr schön. Blick geht nach vorne, beuge deine Beine und mach einen Satz vor. Und langsam aufrollen. Wirbel für Wirbel. Sehr gut. Viele Leute fragen mich, wenn sie so bestimmte Yoga-Posen sehen, das sieht so kompliziert aus, das schaffe ich niemals. Das ist so eine Pose, die so kompliziert aussieht. Ist aber eigentlich ganz einfach. Und die machen wir jetzt. Ihr seid ja eh so gut, ihr könnt alles. Ihr könnt bestimmt auch Samba tanzen. So, die Füße sind zusammen, Knie zusammen. Popo ist fest, Beine sind angezogen. Wir lächeln. Happy Yogis. So, atme ein, setz dich tief in den Stuhlsitz. Als würdest du wirklich wie beim Squat, der kleinste Stuhl der Welt, achte darauf, dass du keine Hohlkreuz hast, sondern wirklich, dass du dein Becken auch nach unten ziehst. Okay, Leute, und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen das rechte Bein und schlagen das über das linke und versuchen, das noch da unten zu klemmen. Genau, wenn unten nicht klappt, kein Problem. Und jetzt von hier nimmst du deine Arme, rechter Arm unter den linken Arm und hältst. Yes! Sehr schön. Sehr, sehr, sehr gut. Und noch eine Kleinigkeit dazu. Wir atmen ein und atmen aus. Und kommen nach unten. All diese Twists beim Yoga dienen dazu, dass wir entgiften, dass alle Toxine aus unserem Körper rauskommen. Es geht um Konzentration, um Kraft, Balance und Durchhaltevermögen. Mentale Kraft. Einatmen, komm nach oben. Löse dich aus der Bindung und löse auch hier. Alles gut? Gut. Einatmen, setz dich tief in Utkatasana. Jetzt nehmen wir das andere Bein. Du schlägst das andere Bein über dein Standbein. Man hat in der Regel ein Bein, das kürzer ist als das andere. Bei mir ist es dieses hier. So, und jetzt nehmen wir den linken Arm unter den rechten und die Hände hier zusammen. Jawohl. Und denken, wir sind Bruce Lee. Konzentriert, elegant, brillant. So, einatmen und ausatmen. Mach dich klein. Yes. Sehr, sehr schön. Kennt ihr das? Wie ein Handtuch, das man so dreht, um das Wasser daraus zu holen. Das ist das, was wir gerade mit unseren Organen machen. Sie sind ja wie Schwämme. Die nehmen ganz viel auf und manchmal muss man sie so, wie heißt denn das deutsche Wort dafür? So ein Handtuch ausdreht. Ausringen, dankeschön. Und einatmen und lösen. Kurze Sammlung, Entspannung. Sehr, sehr gut. Wir atmen ein und setzen uns tief in den Stuhlsitz. Atmen aus, beugen uns vor. Einatmen, hebe Kopf und Brust. Ausatmen, senken. Einatmen, rechtes Bein nach hinten. Linkes dazu. Ausatmen, Chaturanga. Und bleibt jetzt hier liegen. Nimm eure Hände neben den Körper, Handflächen zeigen nach oben. Und wir machen jetzt die Heuschrecke. Einatmen, zieh deine Arme nach oben und deine Beine, soweit du kommst. Die Höhe ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ihr an Länge denkt, als würde jemand euch hier an den Fingerspitzen und an den Füßen ziehen und gleichzeitig auch am Kopf. Ihr seid aber nur lang. Yes. Und senke. Ihr könnt das Gesicht auf eine Seite drehen. Kurze Entspannung. Komm zum nächsten Durchgang.
Kopf ist mittig. Einatmen, zieh dich hoch. Yes. Aber lieber gefallen. Und jetzt denken wir noch höher, noch höher, noch höher, noch höher. Guck mal, wie viel da noch geht. Bei allen, bei mir auch. Und senken. Ja, und die andere Wange auf der Matte. Zurück zur Mitte. Nun werden wir mit unseren Händen unsere Füße greifen. Außen greifen, ganz genau. Das, was wir vorhin gemacht haben, dass wir in unsere Hände reinkicken, das machen wir jetzt auch, aber mit beiden Füßen. Das heißt, wir atmen ein, ziehen uns hoch und tritt in deine Hände, damit du überhaupt so hoch kommst. Genau. Das ist auch sehr individuell von Mensch zu Mensch. Einige sind gelenkiger, andere nicht. Hat viel mit dem Körperbau zu tun. Denkt niemals, wenn ihr eine Haltung nicht könnt oder nicht so weit kommt, dass es schlecht ist. Es ist anatomisch bedingt. Ich als kleiner Mensch kann auch nicht alle Sachen, weil meine Größe einfach nicht da ist dafür. Zum Beispiel Basketball spielen. So, senken. Und kurz relaxen. Wir nehmen die Arme nach vorne. Wir machen jetzt eine schöne Übung. Sie heißt der Schwimmer. Könnt ihr euch vorstellen, was wir machen? Ja, ne? Einatmen, ausatmen, Powerhouse aktivieren und jetzt schwimmen. Bis nach Mexiko. Wie kommt ihr zu diesem Schwimmen? Po-Backen anspannen, Kraft in den Rücken, damit ihr euren Oberkörper hochhebt. Natürlich Power in den Armen, Schultern. Komm, ein bisschen schneller schwimmen. Corona kommt. Schneller, schneller, schneller. Sehr gut. Und lösen. Kurze Pause. Einatmen. Nehmt eure Hände, nehmt eure Brust und drückt euch nach oben. Ach, schön. Kennt ihr den Schwan? Ich zeige euch den Schwan. Von hier kippen wir vor und wieder hoch. Und kippen und hoch und rüber. Yes, sehr gut. Letztes Mal. Sehr, sehr schön. Schiebt euer Gesäß nach hinten. Komme in die erweiterte Kindhaltung. Einatmen, komme nach oben und setze dich auf deinen Popo. Die Füße sind nach vorn, du sitzt gerade. Man kann auch so ein bisschen den Popo zur Seite ziehen, damit man richtig gerade auf den Sitzhöckern sitzt. Wir atmen ein und atmen aus und denk an die Länge. Es ist gar nicht wichtig, dass ihr euren Fuß sofort anfasst, sondern ich möchte zu José rüber. So lang will ich werden. Und zack. Vor. Wenn du noch nicht bis zu deinen Füßen rankommst, kannst du einen Gürtel nehmen oder ein Handtuch oder einen besten Freund, der dich vielleicht ein bisschen runterdrückt. Liebevoll natürlich, nicht aggressiv, nicht krampfhaft. Und wenn du sehr gelenkig bist, dann flexe ruhig deine Füße, greife in deine Fußsohle, das sind unsere Energiezentren im Körper, Handflächen und Fußsohlen, und komme mit deiner Stirn an deine Knie. In der Regel halten wir hier für 10 Atemzüge. Der Trick beim Stretchen ist, umso länger du die Pose hältst, desto mehr gibt dein Körper nach. Und umso eher kommst du in die Position. Wenn man zum Beispiel so eine Position hält beim Fernsehen gucken, nach 5 Minuten ist die Schwerkraft einfach stärker und dein Körper gibt nach und wird ganz weich dabei. Einatmen, zieh dich wieder nach oben. Platziere die Hände hinter deinem Gesäß. Wir werden jetzt unser Becken
nach oben drücken. Stell die Füße auf. Wir atmen ein, schieben das Becken nach oben. Und jetzt Achtung, ich atme aus und mein Kopf geht nach hinten. Einatmen, lass den Kopf hängen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Letztes Mal. Und senken. Lass ein Bein gestreckt, nimm das andere Bein und bring die Fußinnenseite an die Innenseite des Beins. Die Fußsohle an die Innenseite, so rum. Einatmen. Und jetzt dreh deinen Oberkörper zu deinem Spielbein und neige dich nach vorne. Und auch hier, wenn du dein Bein richtig zu dir ranziehst, also nicht wie beim Tanzen, dass wir uns nur so da drüber legen, sondern richtig ranziehen. Du massierst damit deine Organe, das, was da drin ist und angeregt werden möchte. Einatmen, zieh dich wieder nach oben. Sehr schön, wir wechseln die Seite. Fußsohle an die Innenseite platzieren. Einatmen. Und dreh dich zur Seite und vorbeugen. Das ist jetzt so ein Moment, wo du dir einfach was Schönes denken kannst, denn du hast nur noch 8 Minuten. Du hast das meiste schon geschafft. Sehr schön. Und lösen, komme nach oben. Komm auf deine Knie. Hüfte zeigt nach vorne. Popo ist fest. Wir gehen in die Camel Pose. Die Kamelpose. Schieb dein Becken vor. Und bringe deine Hände an deinem unteren Rücken, um Stabilität zu geben. Und jetzt gehst du nach hinten, so weit wie du kannst und wie du kommst. Wenn du merkst, du kommst noch viel weiter, dann greife deine Fersen und strecke dich völlig aus in der Camel Pose. Wenn das gar nicht möglich ist, dann bleibst du entweder hier oder du bleibst hier, schiebst einfach nur das Becken vor. Das dehnt schon hier vorne den gesamten Quadrizeps. Okay, meine lieben Kamele, Hände wieder in dem unteren Rücken, tief einatmen und nach oben ziehen und wir kommen in die Kindhaltung. Einatmen, richte dich wieder auf. Wir setzen uns jetzt hin. Dieses Schienbein ist hier vorne. Wir platzieren das andere da oben drauf. Ankle to knee. So, dass wir eigentlich unsere Füße auf unsere Knie platziert haben. Einatmen. Zieh dich lang nach oben. Ausatmen, beuge dich vor. Wenn du zu Hause denkst, das schaffe ich niemals, kein Problem. Dann machst du diese Variante. Versuchst deine Beine hinzulegen. Wenn das nicht klappt, kannst du auch Kissen hier zur Unterstützung nehmen, damit deine Beine weiter oben sind und du gehst so weit vor, wie es dir möglich ist. Und auch hier gilt wieder das Gesetz, umso länger du eine Position hältst bei der Dehnung, umso erfolgreicher wird es sein. Hab Geduld, gib nicht zu schnell auf und ganz wichtig auch, sorg dafür, dass dein Körper warm bleibt. Anders als beim Workout, wo wir leichte Klamotten haben, weil wir schnell schwitzen, haben wir hier einen kühlen Körper und halten die Position sehr lange. Deswegen haltet alles schön warm. Funktioniert in warmen Ländern und im Sommer am allerbesten. Einatmen, rolle nach oben. Und jetzt nehmen wir das obere Bein und legen das über das andere aufstellen. Genau. Beide Sitzhöcker auf dem Boden. Genau das darüber. Yes. Wir atmen ein.
Und mit der Ausatmung gehen wir in den Twist. Wir drehen unseren Oberkörper zur Seite und jetzt presse ich meinen Ellenbogen hier gegen und richte mich hier auf. Und jetzt atmen wir zusammen. Ein. Einatmen bedeutet Länge, ausatmen bedeutet Twist. Einatmen lang, ausatmen, drehen. Einatmen lang, ausatmen, drehen. Noch einmal. Wenn du zu Hause besonders gelenkig bist, kannst du auch in eine Bindung kommen. Das heißt, du greifst die Hände hinter deinem Rücken. Ist aber kein Muss, nur falls du möchtest. Atmen ein, komm zurück zur Mitte. Und wir wechseln die Seiten. Tada. Das war Showgirls gerade. Das war sehr gut. Atme ein. Und atme aus. Drücke dein Knie, deinen Ellenbogen gegen das Knie. Und denke mal dran. Einatmen ist Längegewinn. Ausatmen ist Twist. Einatmen Länge. Ausatmen Twist. Sehr gut. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Und jetzt gleitet das obere Bein über das andere, damit wir auch die andere Seite machen. Einatmen. Und ausatmen, beuge dich vor. Beide Fußsohlen aneinander und öffne sie, als würdest du ein Buch lesen. Das Buch der Füße. Versuche, wenn du so bist in dieser Position, das passiert sehr schnell, dich aufrecht zu ziehen. Genau. Um dein Buch zu lesen. Auch hier atmen wir wieder ein und atmen aus. Nach vorne. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Wir machen uns lang für unseren Shavasana, für das Ende der Stunde. Leg dich einfach auf deinem Rücken. Arme und Beine zeigen nach außen. Handflächen zeigen nach oben. Lass dich fallen, lass dich komplett sinken in deine Matte. Bedanke dich bei deinem Körper. Sport ist keine Bestrafung für das, was wir gegessen haben oder getrunken haben. Sport ist der Moment, wo wir das feiern, was unser Körper machen kann, wozu er überhaupt in der Lage ist. Wenn wir die Art, wie wir die Dinge sehen, verändern, verändert sich auch der Effekt. Sport ist Vitalität. Ist Lebensfreude, ist Raum, ist Ausgleich. Es gibt für jeden Menschen die passende Sportart. Bewegt euch. Und seid dankbar, dass wir das trotz dieser schweren Zeiten im Moment machen können, dass wir uns gegenseitig Kraft geben, Energie geben, weiterzumachen, positiv zu bleiben und aufzuwachen. Aufzuwachen für mehr Bewusstsein, mehr Lebensqualität, mehr Energie, mehr Freude. Rollt euch auf die Seite, auf eure Lieblingsseite, wie beim Schlafen. Platziere eine Hand auf die Matte und drücke dich hoch. Du kannst die Augen geschlossen lassen dabei. Nimm deine Hände in Anjali Mudra, in Gebetshaltung, vor deine Brust.
Und setz eine Intention für den Rest deiner Woche, für den Rest des Monats, für den Rest dieses verrückten Jahres. Werde die beste Version von dir. Namaste. Und auch du werde die beste Version von dir. Viel Spaß. Fernanda, was für ein schönes Workout. Hat mir aber aufgezeigt, wie ungelenkig ich bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Daran arbeiten wir gerne mal. Wahnsinn. Aber ich habe ja von dir gelernt, es liegt nicht dass ich untrainiert bin, sondern einfach, weil mein Körper das nicht kann. Richtig, so wurdest du gebaut. Nehmen wir genau so mit. Ihr Lieben, bleibt bitte noch ein bisschen sitzen, denn es wartet heute eine ganz besondere Challenge auf uns. Ich sage extra uns, nicht mich. Und das von einem CrossFit-Profi, Hendrik Senf. Wollen wir uns mal anhören, was der zu sagen hat? Da ist er. Hey Anna, hey Move Jam Community. Ich wurde zu einer Challenge herausgefordert. Einer meiner Lieblingsübungen. Wir machen heute Tuck-Ups. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Und deswegen gibt es jetzt für mich 60 Sekunden so viele Tuck-Ups, wie ich schaffe. 3, 2, 1, go. Ich liebe, wer dabei atmet. Seht ihr, wie wichtig Atmen ist? Nee, es liegt nicht daran, dass ich untrainiert bin. Das liegt einfach an meinem Körper. Das klingt wie, als würden 5 Leute gerade Sport machen. Mhm. So eine Dampflok eher. Wahrscheinlich, ja. Schafft ihr fast 60 Stück oder so? Klingt ja wie ein Tuck-up. Ein Tuck-up pro Sekunde. Ich bin hier nur fürs Sprechen da, ne? Beim Fitbook Move Jam. Nicht für den Sport. Dafür haben wir ja wunderbare Pros. Ihr werdet es ordentlich merken. Viel Erfolg bei dieser Challenge. Ich gebe zurück. Das ist ja schön. Wer hat eigentlich gesagt, dass ich eine Challenge anordne und dass ich ihn herausfordern will? Ich bin ja blond, aber so blond bin ich dann auch nicht. Okay, gut. Ich habe eigentlich schon Bauchschmerzen, wenn ich das mir durch den Kopf gehen lasse. Aktiviere dein Powerhouse. Nein, Spaß beiseite. Wärt ihr dabei, das zu machen? Dani, du bist mein Schatz. Ist das nicht toll, Hendrik? Siehst du mal, von wegen, du willst mich hier herausfordern. Du kannst eine Frau herausfordern, aber wir werden Dani alle tatkräftig unterstützen, oder? Yes. Also 55 haben wir gezählt, ne, Hendrik? 55. Ich meine, ja, du bist doch ein absoluter Pro. Also irgendwie müssen wir da mal ein bisschen verhandeln in den nächsten Wochen. Aber Dani, ich setze ganz große Stücke auf dich. 55, die Crew 3. Macht mal die Stoppuhr bereit. Liebe Crew, ihr seid am Start. Oh Gott, okay, ja. Ich habe jetzt schon Bauchweh. Hätte ich mal nicht so viel gegessen heute, ne? Ich weiß, Ausreden. Soll ich euch anzählen, ob 3, 2, 1? Ja, und könntest du bei Dani zählen? Das wäre super. Ja. Okay. Ja? Seid ihr bereit? So ähnlich. 3, 2, 1. Ihr müsst mitmachen. 1, los! 1, 2, 3, 4, 5, super, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Applaus für Dani! Come on. Deutschlands bester Crossfitter. Ich würde sagen, du bist voll gebannt worden. Dani, wow. Maschine! Ich weiß, Sicherheitsabstand, aber... Maschine, ey. Dani, die Maschine. Wie viel waren es jetzt am Ende? Ich habe 63, 62. Über 60. Ich weiß nicht, bei 60. Egal, über 60. Ja, dann nehmen wir doch gerne deine Challenges an. Ne? Danke.
So, danke nochmal an Dani. Wow, wow, wow. Danke aber auch an dich, Fernanda, für dein wunderbares Workout. Dankeschön. Danke auch an Feierabend, danke an dich. Feierabend. Ich habe nichts gemacht. Feierabend, Feierabend. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das machen wir. Tschüss. Ja, und apropos Feierabend, zumindest was seine aktive Karriere als Turner anbetrifft, hat Philipp Boy Feierabend gemacht mit seinem Turnerleben. Bei der EM 2011 hier in Berlin hat er Gold und Silber gewonnen. Mittlerweile ist die Hauptstadt auch sein Zuhause geworden. Und wenn die Technik jetzt hält, dann müsste uns Philipp Boy ein paar Meter von hier, von unserem Heimstudio entfernt, auch hören. Philipp, läuft die Technik? Hallo Anna. Ja, ich höre dich bestens. Ja, das ist fein. Philipp, du hast mehrere Medaillen bei der EM, aber auch bei der WM in deiner Turnkarriere gewonnen. Sag mir, wie viele Stunden Training jeden Tag muss man trainieren, damit man so weit kommt wie du? Ja, ich kann mich glücklich schätzen, dass es in meiner Karriere doch zu Medaillen gereicht hat. Da sind ein paar bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften zusammengekommen. Den Sport habe ich, also Kunstturnen, habe ich 21 Jahre lang gemacht und täglich, kann man so fast sagen, ohne Pause 5 Stunden trainiert. Boah, das ist eine ganze Menge. Philipp, jetzt musst du ehrlich sein. Im jungen Alter, da kann man ja Sportskills sich nochmal draufpacken, Übungen erlernen. Jetzt bin ich Ü30. Also heißt, eine Frau wie ich, die so ein bisschen sportlich ist, kann die noch einen Salti erlernen? Also mit einem Salto habt ihr euch natürlich ein sportliches Ziel gesetzt. Aber vorausgesetzt, du hast wirklich eine sehr gute Grundfitness, ist das absolut möglich. Denn ein Salto ist eine Bewegungsabfolge. Da aber bitte unbedingt professionelle Hilfe euch zur Seite holen, weil sonst kann es auch in die Hose gehen und das tut weh. Ah ja, okay, dann vielleicht besser nicht. Ich werde deinen Rat mal befolgen, obwohl, wenn wir uns dann mal persönlich treffen, schaffen wir das vielleicht. So, ich würde vorschlagen, lieber Philipp, wir starten mit deinem Workout draußen in Berlin. Die nächsten 40 Minuten sind deine. Bitteschön. Alles klar, dann starten wir. Denn heute habe ich für euch ein Full-Body-Workout mitgebracht, was euch zum Schwitzen bringen wird, was eure Kondition verbessern wird und natürlich euren ganzen Körper Schmerzen zubereitet. Nein, Spaß, auch die Muskeln wachsen lässt. Wir fangen an mit einer leichten Erwärmung. Dann gehen wir rein in das Full-Body-Workout. Als erstes die Beine, dann der Core-Bereich, dann der obere Bereich. Und natürlich, so wie es sich gehört, beenden wir das Training auch mit einem Stretching. Also, dann fangen wir mal an. Das Wichtige daran ist, wir werden halt immer 20 Sekunden arbeiten. Nachher, dann, wenn die Kraftübungen sind. Und dann 5 bis 6 Übungen hintereinander immer machen. Ja? Also die Jumping Jacks. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt tut ihr so, als wenn ihr Springseil springt. Nehmt da bewusst auch die... Na, ihr merkt schon, das ist alles live. Wir haben hier ein paar U-Bahnen. So, noch 3, 2, 1. Und nochmal. Jumping Jacks. 1, 2, 3, 4. Okay, und leichte Squats. 1. Hier ist wichtig, geht langsam runter. Noch 3, 2, 1. Und jetzt einen großen Kreis für die Hüfte. 1. Und das andere Bein. 2. 3. Schön atmen. Achtet dabei darauf, dass die Knie zu den Fußspitzen wandern, aber nicht drüber gehen. Dann streckt er den Hintern weiter raus. Noch 2. Okay. Jetzt die Ellenbogen. Die Schultern, ja, ihr merkt schon. Jetzt wird es gleich losgehen. Große Bewegung mit den Schultern machen. Und vorwärts. Zehn Armkreisen rückwärts. Und drehen. Und jetzt zur Seite 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Und jetzt leicht nach vorne. Lasst schön die Beine gestreckt, sodass ihr das im hinteren Beinbereich merkt, den Zug. Schön halten. Okay, und jetzt von links nach rechts. Hier ist das Gleiche. Die Knie gehen nicht über die Fußspitzen. Okay, jetzt den Puls nochmal nach oben. Und los geht's. High Knees. Richtig schön die Knie hoch. Zieht die Knie zu den Brüsten. Noch 10, 9, 8. Und jetzt die Fersen zum Po. Alles klar. Jetzt geht es nochmal darum, nicht, dass ihr es schnell macht, sondern bewusst. Hier, dass die Dehnung wieder ist. Und jetzt wandert ihr sozusagen zum Plank, macht einen Liegestütz und wieder hoch. Hab. Und ein bisschen schneller. Noch dreimal. Beim nächsten bleiben wir unten. Okay. Und hier ist nochmal wichtig, dass ihr die Waden dehnt. Auch mal das Knie anbeugen, dann werdet ihr den Unterschied merken, dass die Achillessehne ist. Andere Bein. Jetzt bringt das Knie nach vorne. Dass ihr jetzt schön darauf achtet, dass euer Becken aufgedehnt wird, die ganze Hüftbereich. Dann setzt ihr, wenn ihr das linke Bein vorne habt, den rechten Arm ab, verdreht, macht schön die Brust auf. Okay, Beinwechsel. Erst wieder die Hüfte aufdehnen, fasst da ruhig rein, drückt sie nach vorne. Wir sind immer noch bei der Erwärmung. Okay, jetzt den Arm wieder nach unten und schön die Brust aufmachen. Hier schön rausschieben aus der Schulter, macht euch richtig groß und auf. Okay. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch ein bisschen warm. Ich auf jeden Fall. Richtig, packt euch nochmal oder geht nochmal in die Küche, holt euch ein Wasser. In 30 Minuten sind wir durch, aber dann werdet ihr nicht mehr so aussehen. Also in 30 Sekunden geht's los. Und freut euch schon mal drauf. Die Beine werden brennen. Okay. Ich hol mir auch mal ein Wasser. Oh, ich freue mich so drauf, denn ich weiß, was kommt. Also, nochmal, 20 Sekunden will ich, dass ihr richtig durchzieht. Versucht nicht irgendwie, auf Deutsch, wie hat mein Trainer mal gesagt, bescheiß mich nicht, denn ihr bescheißt euch nur selber. Ja? Also, wichtig, die Ausführung, aber das kriegen wir schon alles gemeinsam hin. Also, als allererstes gehen wir in den Plank, wir halten den. Ich will, dass der Hintern schön raus ist und die Knie nicht über den Fußspitzen sind. Alles klar. Schön halten. 20 Sekunden. 10 Sekunden habt ihr schon. 5, 4, 3 und arbeiten. 2. Achtet schön auf ein. Wenn ihr runter geht, spannt den Bauch mit an und 5, 3, jetzt wird's heavy. Jetzt will ich, dass ihr springt und dabei scissor. 2, erst
explosiv nach oben, sodass ihr die Beine übereinander scheren könnt. Drei, zwei, eins und halten. Schön halten. Fünf. Ja, ich weiß, es brennt. Kämpft euch durch. Und wieder Bewegung rein. Fünf. Und das letzte Mal noch halten. Kommt. Danach kriegt ihr 30 Sekunden Pause von mir. Glaubt mal nicht, dass meine Beine nicht brennen. Kämpft euch durch. Drei, zwei, eins und Pause. Beine schön auslockern. Denn das war jetzt der Squat-Bereich. Quasi das Einfache von den beiden Sachen für die Beine. Denn jetzt kommen die Lunges. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder euch auch, aber ich finde die viel anstrengender. 10 Sekunden habt ihr noch. Schön auslockern, denn jetzt wird's heavy. Okay, und erstmal wippen. Achte darauf, dass 90 Grad Winkel vorherrschen. Gerader Rücken, Bauch ist fest und Wechsel. Schön tief atmen. Das Wichtige ist, dass die Muskeln den Sauerstoff bekommen. Nach 5 und dann wird gesprungen mit 2 Zwischensprüngen. Ja? Also passt auf. 1, 2, hopp. 1, 2, hopp. Und jetzt geht's los. Schön atmen. Fünf Sekunden. Aber weißt du, schön ist noch jetzt 5 Sekunden. Und jetzt nochmal alles rein. Komm, 20 Sekunden. Ohne Zwischensprung. Fünf. Drei. Und Pause. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Die Oberschenkel brennen dabei. Gott, ich liebe das. Das ist schon komisch, ne? Aber ich glaube, als ehemaliger Leistungssportler ist man einfach positiv bekloppt. Und man liebt das einfach, wenn man an seine Grenzen geht. Aber ich denke, es geht bei euch oder vielen von euch geht es auch so. Ein Durchgang noch. Die Squats. Und dann sind wir mit den Beinen auch schon durch. Wow. Das ging schnell. Aber das werdet ihr morgen merken. Das verspreche ich euch. Außer hier ist natürlich ein professioneller Leichtathlet dabei. Oder einer, der das jeden Tag macht. Dann sagt er euch schon, hey. Also. Noch 10 Sekunden. Und dann geht's los. Wir fangen wieder an. Squats in Bewegung. 2, 1 und los. 1. Achtet wieder darauf. Schön die Knie bleiben hinter den Fußspitzen. Gerader Rücken. Jetzt bleiben wir unten. Und jetzt gehen wir ganz kleine Schritte zurück. 5-mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und nach vorne. 1, 2, 3, 4,
5. Und wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3. Und zur Entspannung. Mit Sprung. Und los hoch. 1, 2, 3, 4. Komm, Leute. 10 Sekunden. Letzte. Und zum Auslockern nur noch mal eine dynamische Bewegung. Letzten 5 Sekunden. 5, 3, 2, 1. Wow! Glaub mir, die brennen richtig. Aber wie hat Arnold Schwarzenegger mal gesagt, dann, wenn es weh tut, dann müsst ihr anfangen zu zählen. Oh, total Arnis Weisheiten hier. Ich merke schon. Okay, das war's jetzt für die Beine. 3 knackige Durchgänge. Und jetzt geht's komplett in den Chorbereich. Das heißt Bauch, Seite, Rücken. Ein bisschen sind natürlich auch die Arme dabei, weil ich bin ein absoluter Fan von funktionalen Bewegungen und von Functional Training. Das heißt, ich will versuchen, so viele wie möglich Muskelgruppen in eine Übung reinzubekommen. Also, das wird jetzt eine sehr, sehr schöne Zeit. Von Planks über Shoulder Taps hin zu alles Mögliche. Lasst euch überraschen. Es wird jetzt schön. 10 Sekunden gebe ich euch noch. Ich habe nämlich da meine Uhr. Also wenn ich da mal hingucke, ist mein bester Freund die Uhr. Also, als erstes gehen wir rein in den Plank. Wichtig hierbei ist, die Hüfte bleibt unten, der Bauch ist fest, der Hintern ist angespannt. Und man ist raus aus der Schulter. Nicht hier reinhängen, hier rausschieben. 20 Sekunden, Leute. Komm. Als nächstes gehen wir über den rechten Arm nach oben und über den linken Arm nach unten. Und wieder über den rechten runter. So, aber nur über rechts. Wir wechseln nach 20 Sekunden. Versucht euren Hintern an einer Stelle zu lassen. Nicht zu sehr bewegen. Noch 5 Sekunden. Und jetzt über links. Und wieder. Der Hintern bleibt an einer Stelle. Die nächste Übung wird jetzt ein bisschen koordinativer. Das heißt, das Schöne ist, das verlängert sich alles, weil ich mich die Übung erst dabei erkläre. Wir bleiben jetzt oben und wenn der Sprung zur Seite geht, geht der rechte Arm zur linken Schulter. Quasi so, ist 1, 2. Alle bereit? Ab jetzt 20 Sekunden und 1, 2, 3. Noch 10 Sekunden. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Wir bleiben weit auseinander. Jetzt geht die rechte Hand zum linken Fuß. 1. Verdreht euch, wenn es oben ist. Wenn ihr oben seid, verdreht ihr schön den Körper. Und zieht euch schön über die Bauchmuskeln nach oben. Noch 6 Sekunden. Okay, jetzt nochmal hier rein. Die Knie sind ganz, ganz leicht über dem Boden. Raus aus der Schulter, Bauch fest. Komm, letzte Übung, dann habt ihr 30 Sekunden Pause. Schön den Bauch anspannen. 5, 4, 3. Erste Runde geschafft. Das ist doch schön. Schön tief durchatmen. Mein Trainer pflegt das immer zu sagen, ihr müsst in den Schmerz hineinatmen. Wie auch immer das gehen soll. Ich glaube, das kann euch eine Yoga-Trainerin erklären. Oh, herrlich. Um den Bauch jetzt kurz ein bisschen zu entlasten, gehen wir in die seitliche Muskulatur.
Das heißt, die erste Übung sind hier auf dem Unterarm. Stellt die Beine unten gerne voreinander, dann habt ihr einen besseren Halt. Wir drehen uns rein und öffnen uns. Ja? Sammelt euch noch mal kurz. 10 Sekunden. Dann geht's wieder los. Versucht nicht abzusetzen und denkt an die Ausführung. Also, in die Position. Rein. Arm nach oben. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Und jetzt drehen wir uns rein. Und wieder hoch. Und immer der Hintern und der Bauch sind angespannt. Denkt da dran. Und oben halten. Fünf. Als nächstes geht's dann. Und hoch. Ich will, dass ihr aber schön die Hüfte oben lasst. Auch wenn es brennt, bleibt oben. Raus aus der Schulter. Nicht durchhängen. Bleibt in der Position. Okay, und jetzt nur noch mal die Hüfte nach oben. Komm. Auch wenn es brennt, weiter geht's. Komm. 10 Sekunden noch. Und ab. Ah. Aber das Schöne ist, ihr braucht da die linke Seite nicht. Deswegen gibt es jetzt keine Pause. Und wir gehen gleich in die Position. Hoch, Arm nach oben. Kopf ist wieder in Verlängerung der Wirbelsäule. Hintern ist oben. Und jetzt reindrehen. Schön fest in der Schulter. Die Hüfte bleibt oben, auch beim Drehen. Der Bauch ist fest. Fünf. Und oben halten. Die Hüfte bleibt an einer Position. Und jetzt geht wieder der Ellenbogen zum Knie. Eins. Noch acht. Und jetzt nochmal die kleinen Bewegungen, die schön brennen. Kommt, Leute. Fünf. Und Pause. Oh, wow. Das macht doch Spaß. Das Gute ist, die nächsten zwei Tage werdet ihr Muskelkater haben. Und der zweite ist immer der schlimmere, der zweite Tag. Oh, herrlich. Jetzt kommt noch mal einmal Plank-Geschichte, dann legen wir uns auf den Rücken und machen dort weiter. Tief durchatmen. 10 Sekunden noch. Wir fangen wieder an mit einem ganz normalen Plank, ja? Also Leute, rein und los geht's. Schön halten. Bauch fest, Hintern fest. Noch 5 Sekunden. Dann gehen wir hoch in den Liegestütz und wandern mit den Händen nach vorne. Und wieder zurück.
Bleibt immer schön im Bauch fest. Ich will niemals, dass irgendjemand dort in ein Hohlkreuz fällt. Okay, jetzt nochmal vorne halten. 10 Sekunden. Jetzt bringen wir den Puls wieder ein bisschen nach oben, indem wir Mount Everest Climber machen. Zurück und jetzt die großen Schritte. 1. Vergesst nicht das Atmen und immer im Bauch fest. Jetzt bleiben und jetzt hier quasi die Fußspitzen anfassen und seid schön fest im Bauch. Komm, ich kann es nicht oft genug sagen. Okay, jetzt das linke Bein und der rechte Arm nach oben und oben 2 Sekunden verweilen. Raus aus den Schultern. Und das gleiche mit links. Noch einmal. Und dann nochmal 20 Sekunden einfach den Plank halten. Und los, runter nochmal. Und Pause. Also wenn ihr einen Kalorienzähler bei euch dran habt, da will ich mindestens eine 800 nachher sehen. Wow. So Leute. Jetzt einmal in die Rückenlage. 5 Übungen hintereinander, 20 Sekunden. Aber gar kein Problem. Ich habe hier genau das richtige Publikum, was eingeschaltet hat. Das sind richtige Beißer, das weiß ich. Deswegen drehe ich mich mal ein bisschen zur Kamera. Oh. Also die erste Übung ist quasi, das Bein ist ein bisschen angestellt, das rechte. Und mit dem rechten Ellenbogen zum linken Knie und dann das Ganze einmal gestreckt. Ja? Das ist die erste Übung, dann Seitenwechsel und dann, wie immer, lasst euch überraschen. Okay, in 3 und los geht's. Und ich will, dass ihr schön oben euch den Oberkörper verdreht, sodass ihr das in der seitlichen Bauchmuskulatur merkt. Nach oben drehen. Okay, und jetzt eine kleine Bewegung. Nur aus dem oberen Bauch heraus. Schiebt euch schön nach oben. Die Fersen drücken dabei richtig in den Boden hinein. In der nächsten Übung legt ihr die Arme neben eure Hüfte und dreht euch nach oben. Also. 1, 2, 3. Am besten, wenn ihr die Bewegung macht, einmal ausatmen. Und den letzten. Und jetzt zur anderen Seite. Komm. Schraubt euch schön nach oben. 3, 2, 1. Und die letzte Übung jetzt. Beine bleiben hier. Und dann mit der rechten Hand zum linken Fuß. Und los. 1. Und umgekehrt. 2. Tief durchatmen, dann geht der Schmerz raus. Puh.
10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Nicht aufhören. Doch, jetzt. Ein bisschen auf die Muskulatur draufhauen. Da merkt er, das unterstützt den Lockerungsprozess. Sofern der jetzt gerade da ist. Also bis hierher, alle, die mit durchgezogen haben, schon mal ein Riesenrespekt. Als nächstes gehen wir in die Bauchlage. Da kommt noch einmal für die kleinen Muskulaturen, für die Schulter. 4, 5 Übungen. Und eins sage ich euch, in meiner Sportzeit habe ich das am meisten gehasst. Weiß nicht warum, entweder ich bin nicht beweglich genug gewesen oder ich habe mich einfach zu dumm angestellt. Ihr könnt es nur besser machen. Also, das Thema ist, wir legen uns jetzt auf den Bauch und dann sind die Arme gestreckt nach vorne, Beine gestreckt und dann werden Beine beide gleichzeitig nach oben gezogen. Erst dynamisch, dann wird gehalten und dann Arme vorne und bis zu einer U-Halte und da gehen die Ellenbogen nach oben, so als wenn ihr Hände zwischen euren Schulterblättern einklemmen wollt. So, jetzt habe ich genug erklärt. Habt ihr jetzt eh schon wieder vergessen, welche Reihenfolge. Deswegen legen wir am besten gleich los. Bauchlage. Arme gestreckt nach vorne. Und los geht's. Drei, zwei und halten. Schön den Hintern anspannen. Jetzt die Füße ablegen und jetzt, ohne dass der Kopf abgelegt wird und die Beine und die Arme, in die U-Halte. Eins. Schön atmen und nochmal halten in der U-Halte. Schön nach oben ziehen. Klemmt etwas zwischen euren Schulterblättern ein. 10, 9, 3, 2, 1. Boah. Ja? Ich mag die Übung immer noch nicht. Jetzt sind wir fertig mit dem Mittelkörperbereich. Rollt euch mal schön aus. Dazu greift ihr schön an eure Knie und schön runder Rücken. Okay. Da ich euch ja versprochen habe, dass es ein Full-Body-Workout wird, ist jetzt, jetzt ist der Oberkörper, also Brust quasi dran. Da wir hier zwar in einem wunderschönen Trainingspark sind, ich aber natürlich Übungen machen möchte, die ihr natürlich auch zu Hause einfach auf dem Teppich machen könnt, bleiben wir natürlich hier am Boden und werden natürlich in die komplett klassischen Elemente halt reingehen, was natürlich so Push-Ups bedeutet. Mal tief durchatmen. Das Schöne natürlich an der frischen Luft ist der Sauerstoff, der qualitativ gut ist und nicht verbraucht ist, wie in Räumen. Genießt es einfach, falls ihr bei euch im Garten seid und euch auch so wie mir der Schweiß die Stirn runterläuft. Ihr merkt, ich versuche irgendwie die Pausen länger zu gestalten, indem ich euch ein paar Storys erzähle. Nein, aber es geht ja hier ums Workout. Deswegen machen wir jetzt ganz klassisch die Diamond Push-Ups. Das heißt, der Zeigefinger und der Daumen, die berühren sich. 5 Liegestütze, dann 5 Sekunden unten halten,
Dann gehen wir in die ganz normalen Liegestütze, wieder 5 Stück, 5 Sekunden halten. Und dann die Breite, nochmal 5 Stück, 5 Sekunden halten. Wichtig, und das ist das Allerwichtigste, ist die Ausführung. Von unten bis nach ganz oben. Ja? Also Leute. Erste Position. Und los geht's. Nummer 1. 2. 3. 4. Schön den Bauch anspannen und 5 Sekunden halten. Für welche, die den Liegestütz nicht hinbekommen, einfach die ganze Geschichte auf den Knien machen. Das ist genauso effektiv, um dort sich heranzutasten. Also, und wieder weiter. 1. Achte darauf, dass die Ellenbogen nicht zur Seite gehen, sondern eher nach hinten. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. Und breit. Alle breit. Und wieder los geht's. Hintern fest, Bauch fest. Und 1. 3, 2, 1. Super, erster Durchgang. Kurz Arme auslockern. Gleich geschafft, Leute. Das nächste, was wir machen, wir gehen nach unten, nach hinten, nach vorne und wieder hoch. Also, schön auslockern. Bereit? Ich bin's. Also, Ausgangsposition, Bauch fest, Hintern fest, runter, nach hinten, vor und wieder hoch. 10 Stück. Okay, zweite Runde fertig. Wieder auslockern. Ich nehme mir mal ganz kurz einen kleinen Schluck Wasser. Ihr könnt es für euch entscheiden, ob ihr das auch wollt. Wir machen mal einen Test. Das sind eigentlich mit die schwersten. Gucken, ob ihr da 5 pro Seite hinbekommt. Wenn nicht, nochmal, geht auf die Knie und macht es dann dort. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das Wichtigste ist immer die Ausführung. Der Test geht wie folgt. Ein bisschen breiter. Der Arm ist gestreckt. Wieder hoch. Alles klar, 5 pro Seite, Leute. Nehmt die ganze Kraft zusammen. Fokussiert euch da drauf. Dann bekommt das auch hin. Also, und los geht's. 1, 2. Und der letzte. Ein noch, ein Durchgang. Und dann seid ihr durch. Okay? Ich würde mal sagen, da wir auch ein bisschen auf die Zeit achten, diese ganzen für die Rückenmuskulatur. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause einen Tisch habt, hängt euch einfach an den Tisch ran, also die Beine unter den Tisch, an die Tischkante und dann zieht euch schön mit der Brust zur Tischkante. Dann habt ihr natürlich hinten die ganze Rückenmuskulatur mit dabei. Würde ich mich freuen, wenn ihr das noch oben mit drauf packt. Ich kann mich hier leider jetzt gerade nirgendwo ranhängen und deswegen machen wir noch einen Durchgang Push-Ups. Und dann sind wir durch. Also, sammelt euch nochmal ganze Kraft zusammen und achtet auf die Ausführung. Ich weiß noch aus meiner aktiven Zeit, der letzte Durchgang ist immer so ein, ich klemme alles weg, Durchgang. Nein, das würde jetzt nicht passieren. Kommt, Leute. Wieder Diamond, 5 Stück, 5 Sekunden halten und los. 1, 2,
Polizei. Also, die Freude ist mir quasi ins Gesicht geschrieben. Mich hat es nur ein bisschen leicht angestrengt. Ich hoffe, euch auch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Speichert es euch ab. Macht es dann die Woche 5-mal. Nein, 2-mal reicht oder 3-mal. Macht noch ein bisschen Cardio mit dazu. Geht mal laufen, Fahrrad fahren. Das ist ganz wichtig. Einfach auch um den Regenerationsprozess voranzutreiben, dass das schneller geht. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Mich hat es auch leicht angestrengt. Nein, im Spaß. Mich hat es richtig fertig gemacht. Aber es ist ein tolles Gefühl und deswegen Applaus für euch. Ja, und Applaus auch für dich, Philipp. Ich glaube, das ist alles nur gespielt mit der Anstrengung. Sag mir, welchen Muskel werden wir dann morgen am meisten spüren? Was glaubst du? Oh, das ist eine gute Frage. Je nachdem, wie natürlich eure Fitness bisher war, wenn ihr in den Beinen gut trainiert wart, werdet ihr dort nicht so arg Muskelkater haben. Aber ich denke, es waren heute viele neue Übungen, die euer Körper noch nicht kannte. Deswegen werdet ihr so ein wohliges Ganzkörperschmerzen empfinden haben. Das ist ja schön, da freuen wir uns ja sehr. So Philipp, jetzt musst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so als Ex-Profi. Ich habe mal gehört, es gibt Sportler, die lecken vor einem Wettkampf an der Batterie oder haben so besondere Tricks noch. Kannst du uns da irgendwas preisgeben? Hast du irgendwie auch sowas gemacht? Oh, das war ein ganz, ganz wichtiges Thema auch bei uns im Sport. Aber mir hat zum Beispiel sehr geholfen, denn laut der chinesischen Tradition ist hier ein Energiezentrum zwischen der Brust. Und wenn man sich dort draufhaut und das sagt, was man machen möchte oder was man vorhat, dann gibt einem das Kraft. Mir hat das geholfen, darüber konnte ich mich fokussieren. Okay, ich will fit sein, ich will fit sein, ich will die Beste werden, ich will die Beste werden. Philipp, habe ich mir gemerkt. Gut. So, jetzt haben wir genug geschwitzt, das hoffe ich zumindest für euch, sonst muss da irgendwas schiefgelaufen sein. Wir wollen jetzt über das Schwitzen mal sprechen, zumindest von sportwissenschaftlicher Seite her kann das ein Mann, glaube ich, am besten beurteilen. Professor Dr. Stefan Geisler, wunderschönen guten Tag. Als Sportwissenschaftler an der SPO tätig und Professor an der IST-Hochschule für Fitness und Gesundheit. Wir haben viele, viele Leserfragen bekommen und ich glaube, da haben wir jetzt genau den richtigen Mann, der das erklären und beantworten kann. Ich würde einfach die Leserfragen mal vortragen. Frage 1 lautet, wie regeneriere ich eigentlich am besten nach hartem Training? Die ewige Streitfrage, muss ich zusätzlich Eiweiß zuführen, um die Muskelmasse aufzubauen? Und wenn ja, natürlich oder am besten in Pulverform? Ja, also das sind ja gleich mehrere Fragen auf einmal. Also Regeneration nach dem Training hat natürlich einen hohen Stellenwert. Es gibt viele Maßnahmen, die man einleiten kann, um die Regeneration zu verbessern, nicht unbedingt immer zu verschleunigen oder zu beschleunigen. Eiweiß wäre einer davon. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, brauche ich mehr als sonst? Und muss das in Pulverform sein, habe ich da gerade noch rausgehört. Das würde ich mit einem klaren Nein beantworten. Diese künstlich hergestellten Eiweiße haben zwar den Vorteil, dass sie relativ schnell vom Körper aufgenommen werden können, aber wenn ich ohnehin mich eiweißreich ernähre, und das kann jeder selber für sich mal überschlagen, es ist so eine Empfehlung, gerade für Kraftsportler, dass sie vielleicht so 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich zu sich nehmen sollten. Wenn das ohnehin über die Ernährung passiert, muss ich kein Pülverchen mehr nehmen. Also heißt, nach einem harten Krafttraining esse ich einfach ordentlich Huhn, noch ein bisschen Quark und Körnerfrischkäse und dann bin ich voll im Soll. Absolut, da haben wir auch Studien zu gemacht. Also letztendlich, ob es dann der Eiweißshake ist oder das doppelt belegte Käsebrot, funktioniert beides. Ja, das ist doch gut zu wissen. Dann haben wir noch eine Frage von Robin aus Schönwalde und die lautet genau so. Hi, mein Name ist Robin aus Schönwalde, Brandenburg. Und meine Frage lautet, ob es sinnvoll ist für die Muskeln, nach einem harten Training lieber in die Eistonne zu steigen oder doch lieber ein heißes Bad zu nehmen? Ja, nochmal zur Regeneration. Also wahrscheinlich deutlich angenehmer wäre das heiße Bad, aber zumindest nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand effektiver die Eistonne. Also tatsächlich eine relativ kurze, kühle Erfrischung nach dem Training scheint die Regeneration zu pushen.
Och Menno, die heiße Badewanne wäre so viel schöner gewesen. Aber gut. Jetzt eine Frage einer Leserin. Das interessiert mich persönlich auch sehr, weil ich habe so ein Ding auch zu Hause. Frage lautet: Wie sinnvoll ist das Ausrollen mit der Faszienrolle nach dem Krafttraining? Strapaziere ich die Muskeln da nur übermäßig, denn es fühlt sich nicht gut an? Also tatsächlich wurde das ja in den letzten Jahren sehr gehypt, dieses Rollen mit der Faszienrolle. Und leider so ein bisschen vergessen, dass es da auch durchaus negative Momente und Eigenschaften gibt. Und ich würde sagen, die Leserin hat sich das schon selber beantwortet. Wenn es sehr unangenehm ist, sich nicht gut anfühlt, dann sollte man es vielleicht entweder lassen oder zumindest mal mit jemandem besprechen, der sich damit auskennt. Weil diese pauschale Aussage, es muss wehtun beim Rollen, da bin ich gar kein Freund von, weil ich natürlich da alles, sowohl die Muskeln als auch die Gefäße in meinem Körper etc. überrolle. Und das kann durchaus auch schädlich sein. Und deswegen wäre ich da nicht so entspannt, wie das viele sind. Also wenn es sich nicht gut anfühlt und bei mir persönlich blaue Flecken, also dann No-Go lieber lassen, ja? Genau, weil gerade diese blauen Flecken sprechen ja dafür, dass man da, natürlich wird man die Faszien in irgendeiner Form beeinflussen und die Muskulatur auch, aber das muss nicht positiv sein. Und diese blauen Flecken sprechen ja dafür, dass es da schon zu Gefäßschädigungen kommt. Und das würde ich eher als negativ bezeichnen, ja. Okay, wieder was gelernt. Stefan Geißler, ganz lieben Dank. Gerne. So, und damit war es das auch schon wieder von uns. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr mitgeschwitzt habt. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, gute Zeit und ganz viel Kraft. Ciao.